So, ich zeige dir jetzt die Kräftigung für die Fußmuskulatur und für die Beinmuskulatur eben in Bezug auf die Beinachse für die Außenrotation. Ja? Zuerst habe ich Aktivierung für die Fußmuskulatur. Da hätte ich gern bitte, dass du mir entweder 10 Meter eine Linie hast oder eben ungefähr dir vorstellst, dass du auf einer Linie balancierst. Ja? Aber nicht einfach normal auf einer Linie balancieren, ja? Sondern die ist sehr schwer, es ist wirklich schwer die Übung, aber versuch es wirklich auf der Außenkante zu machen. Und wenn du einen Patzer machst, dann machst du einen Patzer, ganz egal. Auf die Außenkante vom Fuß gehen, ein bisschen in die Knie gehen und dann 10 Meter entlang einer Linie auf der Außenkante nach vorne balancieren. Da muss ich mich auch konzentrieren, ja? Weil das kräftigt total super die Fußmuskulatur vom Fußgewölbe und für die Außenrotation eben super zuständig. Ja? Wirklich schön langsam, schön auf der Außenkante. Die Ferse und die Außenkante und der Kleinzehe ist am Boden, der Rest ist vom Boden weg. Ja? Du gehst 10 Meter, tust du nach vorne balancieren, gehst langsam zurück, tust dich schön auslockern, ungefähr 15 Sekunden Pause und dann fängst du das gleiche wieder an, wieder auf der Außenkante. Und dann wieder entlang der Linie, 10 Meter lang entlang balancieren, auf der Außenkante. Ganz schwer ist das. Aber bitte versuchen wir das zu schaffen. Ja? 10 Mal bitte. Immer dazwischen locker zurück, 15 Sekunden auslockern. Sehr gut. Und als nächstes stellst du dich schulterbreit oder hüftbreit auf. Und dann gehst du ein bisschen in die Knie und dann drückst du immer auf die Außenkante hoch. Wieder hin und auf die Außenkante hochdrücken. Und das spürt man dann schön auf die Außenknöchel am Fuß unten. Und hier bitte 20 Mal. Das dreimal wiederholen mit 15 Sekunden Pause dazwischen. Immer fest auf die Außenkante und lass dir Zeit bitte. 20 Mal. Noch die 20, das kurz auslockern. 15 Sekunden. Ein zweites Mal, 15 Sekunden Pause und ein drittes Mal bitte. Gut, die nächste ist dann, ich stelle mir noch seitlich hin, dass du es besser siehst. Da möchte ich gern, das ist Balance ist auch schwer, aber da möchte ich gern, dass wir kurz auf die Fersen gehen. Und dann nach vorne und richtig schön auf die Zehenspitzen hochdrücken. Nach hinten langsam auf die Ferse, nicht die Balance verlieren und wieder auf die Zehen hochdrücken. Nach hinten und nach vorne hoch. Und wenn es geht, schau, muss ich mich auch konzentrieren, immer eine Sekunde halten. 1 bis 2 Sekunden. Auf der Ferse ist das sehr schwer, aber auf die Zehenspitzen geht das gut. Nach hinten auf die Fersen. Und wieder vor auf die Zehenspitzen. Auf die Fersen und wieder vor auf die Zehenspitzen. Und auf die Zehenspitzen. Ja? Hier bitte 15 Wiederholungen, 15 Sekunden Pause dazwischen. Zweites Mal machen, dann wieder 15 Sekunden Pause und ein drittes Mal die 15 Wiederholungen. Gut, dann machen wir 3 Kräftigungsübungen auch wieder für die Außenrotation. Der Rumpf ist schön mit dabei, aber hauptsächlich jetzt für die Außenrotation. Da gehst du mir bitte, ein bisschen nach hinten, sieht man es vielleicht besser. Zuerst in den seitlichen Unterarmstütz. Die Knie, also die Füße sind nicht gestreckt, sondern nach hinten abgebeugt. Dann gehen wir mal, gibst mir das Becken hoch und jetzt das obere Bein strecken und seitlich hochziehen. Das untere Bein ist immer noch gebeugt. Und steht am Knie und das obere Bein ist gestreckt und da langsam tief hoch das Bein, abduzieren. Und wieder Pause. Ich habe da aufgeschrieben, 2x10 Wiederholungen. Du machst mal 10 Wiederholungen, 15 Sekunden Pause und dann ein zweites Mal 10 Wiederholungen. Weil die sehr anstrengend ist, da macht man nicht 15 Wiederholungen. Dann wieder, die Füße sind abgewinkelt, die Unterschenkel schauen gerade nach hinten, Ellbogen unter der Schulter, Becken weg vom Boden, oberes Bein strecken, seitlich hoch. 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und dann Pause. 15 Sekunden Pause und dann noch ein zweites Mal. 10 Wiederholungen. Sehr gut. Die nächste zeige ich jetzt von vorne. Wir haben zuerst schon die Hüftstrecker gehabt, da haben wir die Füße aber in dieser Position gehabt. Jetzt gibst du mir bitte die Fußsohlen zusammen. Dann legst du dich auf den Rücken. Die Arme bleiben diesmal am Boden und dann drück dich mit dem Becken hoch. Die Füße sind eigentlich in der Gerätstellung, so in der Froststellung. Zeige ich dir seitlich noch. Und dann einfach bitte das Becken hochschieben. Und Becken hoch, Knie auseinander. Hier bitte 15 Wiederholungen, 15 Sekunden Pause dazwischen und dann nur ein zweites Mal 15 Wiederholungen. Sehr gut. Dann zeige ich noch die letzte Übung. Da stellst du dich bitte einfach wirklich breiter wie schulterbreit, so in einer Gerätstellung. Ja? Die Füße jetzt bitte wie ein V, ja, aufdrehen. Also die Füße nicht gerade, sondern aufdrehen. Dann wichtig, wenn wir nachher tief gehen in die Kniebeuge, die Schenkel gleichzeitig nach außen drücken. Die Fäst nach außen, dass sie nicht so nach innen kommen. Ja? Die Fäst nach außen drücken und wieder hoch. Einatmen und fest nach außen die Knie. Und hier machst du bitte 12 Wiederholungen, 15 Sekunden, 15 bis 30 Sekunden Pause und dann noch einmal 12 Wiederholungen und fertig. Sehr gut, viel Spaß. Einfach anrufen, wenn du irgendwo nicht auskennst. Sehr gut.